Alles klar, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja. Alles klar. Wie man es nicht macht. Bei den Ahnen, was ist hier geschehen? Es scheint, als kämen wir zu spät. Billen hatte recht. Womit? Mein Sohn, sag mir, dass es nicht so ist, wie es aussieht. Also hattest du gerade genug Zeit, um Trien zu erschlagen. Mein Herr ist unschuldig. Sir Gorim, eure Loyalität macht euch als Zeuge unbrauchbar. Es fällt anderen zu, die Geschichte zu erzählen. Ihr, Speer, was ist geschehen? Trien und seine Männer waren vor uns dort. Es sah aus, als hätten sie gegen die dunkle Brut gekämpft. Lord Edukin ging auf sie zu und wirkte vollkommen freundlich, aber als wir näher kamen, befahl er uns anzugreifen. Aha. Friendlin Ivo, ihr seid ein Mann von Ehre. Sagt uns, hat der Speer die Wahrheit gesagt? Das hat er, Herr. Es war schrecklich. Prinz Trian hatte nicht die geringste Chance. Danach hat Lord Edukin ihm seinen Siegelring abgenommen. Verräterischer Hund! Ruhe, Gorim! Möchtest du noch etwas dazu sagen, mein Sohn? Ich wünschte, ich könnte dir glauben. Fesselt ihn. Die Versammlung wird über ihn urteilen. Nach Orsama. Nett. Tja, jetzt ist Belen also der neue Thronfolger. So, lauten die Befehle. Ich hoffe, ihr versteht das. Natürlich. Würdet ihr uns bitte allein lassen? Ja, Sir. Ich wäre früher gekommen, wenn sie es mir gestattet hätten. Wie geht es dir? Es könnte besser sein. Und ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Versammlung wird dich nicht anhören. Belen hat Trians Platz in der Versammlung eingenommen. Er hat beantragt, dich sofort zu verurteilen, und das wurde ohne Widerstand akzeptiert. Er hat es geschafft, dass die Hälfte der Versammlung für etwas gestimmt hat, das völlig gegen Tradition und Gerechtigkeit verstößt. Er muss das vorbereitet haben, Abmachungen getroffen und Bündnisse geschlossen. Seit Monaten, wenn nicht schon seit Jahren. Ich fürchte, ja. Manchen der Lords, vor allem Harrowmont, ist Belens plötzlicher Aufstieg zur Macht suspekt. Sie wollen etwas unternehmen, aber das dauert viel zu lang. Die Versammlung hat bereits die Strafen für uns beide festgelegt. Toll. Ich werde auf die Oberfläche verbannt. Aber du wirst in den tiefen Wegen eingesperrt und musst gegen die dunkle Brut kämpfen, bis sie dich überwältigt. So Toll. Soll dein Ende aussehen. Es muss nicht so kommen. Lord Harrowmont hat mir gestattet, dich zu besuchen, damit ich dir Folgendes sagen kann. Duncan und die Grauen Wächter sind noch immer in den tiefen Wegen. In Tunneln, die mit denen verbunden sind, in die du gebracht werden sollst. Wenn du lange genug am Leben bleibst, um die Grauen Wächter zu finden, könntest du dich Duncan anschließen und entkommen. Es gibt Schlimmeres für einen Krieger, als mit solchen Verbündeten gegen die dunkle Brut zu kämpfen.
Wenn du sie findest, kannst du dich ihnen bestimmt anschließen und mit ihnen aus den tiefen Wegen entkommen. Okay. Sie sind irgendwo dort unten. Es geht nur darum, lange genug am Leben zu bleiben, um sie aufspüren zu können. Ich habe darum gebettelt, dich begleiten und an deiner Seite kämpfen zu dürfen. Aber Belens adlige Schoßhündchen wollten nichts davon hören. Ich werde versuchen, mich nach Denerim, der Hauptstadt der Menschen, durchzuschlagen. Wenn du es nach draußen schaffst, findest du mich dort. Unsere Zeit ist zu Ende. Mögen die Paragons dein Schwert führen und möge der Stein dich aufrecht halten. Ich werde immer dein Gefolgsmann bleiben, Lord Aduken. Kommt rechts ran, geht links wieder raus. Hier ist der Gefangene, Lord Harrowmont. Da ihr von der Versammlung Orsamas des Geschwistermordes für schuldig befunden wurdet, werdet ihr hiermit zur Verbannung und zum Tode verurteilt. Von diesem Moment an wird euer Name aus den Aufzeichnungen gelöscht. Ihr werdet nicht länger existieren, auch nicht als Erinnerung. Nur mit Schwert und Schild ausgerüstet, könnt ihr in den tiefen Wegen eurem Leben einen letzten Sinn geben, indem ihr die Feinde Orsamas bis zum bitteren Ende bekämpft. Habt ihr noch etwas zu sagen, bevor das Urteil vollstreckt wird? Ich hätte es verhindert, wenn ich gekonnt hätte. Jeder sollte das Recht haben, seinem Ankläger in die Augen zu sehen und sich zu verteidigen. Seht mir in die Augen und sagt mir, dass ihr es nicht getan habt, eurem Vater zuliebe. Ich glaube euch. Das bedeutet, dass Belen das alles von Anfang an geplant hat. Ja, endlich einer, der es erkennt. Ich werde den Rest meiner Tage damit verbringen, sicherzustellen, dass Belen nicht von seinen Taten profitiert. Euer Vater bat mich, euch das zu geben. Schwert und Schild sind feinste Zwergenarbeiten. Zeigt unseren Feinden, aus welchem Stein ihr gehauen seid. Das werde ich. Öffnet die Türen und lasst den Verurteilten hindurchgehen. Möge der Stein euch willkommen heißen, wenn ihr fallt. Ah, das wird spaßig. Eins, zwei, drei, ich komme. So. Haben wir echt alles geklaut? Das geht ja mal gar nicht. Blöder Mist. So. Ja. Wie ihr meint. So. Erstmal alles nehmen, was ich kriegen kann. Das ist auch zweihändig, kann ich so sagen. Ja. Ah, noch einer. Toll. Noch mehr Narren! Hab ich eigentlich nichts, um mich zu heilen. Vakuum. So. Ah, ich kann aufsteigen.
So, na dann. Seitenangriff immun. Toll. Ich hasse Fallen. Vielleicht hat man das auch schon gemerkt. Wie jemand. Die ich natürlich nicht aufbrechen kann. So. Ja, jetzt mal ehrlich. Jetzt geht's los. Alter Schwede. Auch echt alles mit. Ja. Also, geht doch. Was hat das hier so? Nichts Besonderes. Gut, dann mal weiter im Text. Wir kämpfen für die Ehre! Hört sich doch schon mal gut an. Überragende zwergische Wachenrüstung. Brauche ich nur 20 Stärke für. Alles klar. Wird erledigt. Wenn ich aufsteige, weiß ich ja, was ich nehme. Dauert auch nicht mal allzu lange. Ich bin gespannt. Let's
mal, bis sich ein bisschen was regeneriert hat. Lalalala. Ich werde es tun. Alles klar. Alles klar, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja. Alles klar. Wie man es nicht macht. Ja, das fängt ja schon mal gut an.